Hallo, hier ist wieder Frank Fischer. Jetzt geht es um die Therapie des erhöhten Hirndrucks. Allgemeintherapie. Es ist wichtig, dass der Patient insgesamt gut versorgt ist. Der Sauerstoff sollte stimmen. Blutzucker, Elektrolyte, Kreatinin und Harnstoff sollten halbwegs im Normbereich liegen. Durch wiederholte Mannitol- und hypertone Kochsalzgaben kann die Serumosmolarität ansteigen. Dies ist bei länger dauernder Therapie häufig ein Problem. Wichtig ist auch, dass Fieber vermieden wird. Lagerung. Bei erhöhtem Hirndruck sollte der Oberkörper etwa 30 Grad hochgelagert werden. Bei einem sehr hohen Hirndruck über 30 mm Hg oder einem sehr niedrigen arteriellen Blutdruck sollte der Patient allerdings flach gelagert werden, damit das Gehirn ausreichend durchblutet wird. Ein guter venöser Abstrom ist wichtig. Der Kopf sollte nicht abgeknickt sein und eine Kompression im Halsbereich sollte vermieden werden. Blutdruckeinstellung. Der Blutdruck sollte so eingestellt werden, dass der koronare Perfusionsdruck etwa bei 60 bis 70 mm Hg liegt. Ein zu niedriger Blutdruck führt zu einer schlechten Hirndurchblutung. Ein deutlich zu hoher Blutdruck kann eventuell den Hirndruck erhöhen. Bei einem schweren Volumenmangel sollte man den Blutdruck mit Volumen, also zum Beispiel Ringeracetat, anheben. Insgesamt sollte man aber eher Volumen vermeiden und Katecholamine geben. Wenn der Kreislauf sehr stabil ist, ist es sinnvoll, volumenrestriktiv zu sein und gegebenenfalls auch mit Furosemid auszuschwimmen. Sedierung bzw. Narkose. Husten und Pressen macht einen Hirndruckanstieg und sollte deswegen soweit möglich vermieden werden. Bei einem sehr hohen Hirndruck ist es sinnvoll, eine tiefe Narkose bis zur Burst Suppression im EEG zu machen. Propofol hat dabei den Vorteil, dass die Patienten schnell wieder aufwachen, wenn man das Medikament abgesetzt hat. Der Nachteil ist das Risiko eines Propofol-Infusionssyndroms bei längerer Gabe, vor allem länger als eine Woche. Thiopental hat den Vorteil, dass es anscheinend auch die Temperatur etwas senkt, was für das Hirn sinnvoll ist, aber den Nachteil, dass die Patienten eventuell sehr lange zum Aufwachen brauchen. Beatmung. Ein hoher Piep und ein hoher mittlerer Beatmungsdruck vermindern den venösen Abstrom vom Hirn. Deswegen sollte der Piep nur so hoch wie nötig eingestellt werden. Eine Hyperventilation war früher ein häufiges Verfahren, um den Hirndruck zu senken. Die Hyperventilation führt zu einer Hypokapnie und diese führt zu einer Vasokonstriktion der Hirngefäße. Durch die Vasokonstriktion sinkt die Hirndurchblutung und damit auch zuerst der Hirndruck. Wenn die Hirndurchblutung allerdings zu arg gesenkt wird durch eine starke Hyperventilation, ist das auch wieder nachteilig, weil das Gehirn dann zu wenig Sauerstoff abbekommt. Außerdem wirkt die Hyperventilation nur über 4 bis 6 Stunden. Wenn man länger hyperventiliert, hat das dann keine hirndrucksenkende Wirkung mehr. Anwendung der Hyperventilation. Heutzutage wird eine milde Hyperventilation empfohlen. Dabei sollte der Kohlendioxidpartialdruck im arteriellen Blutgas etwa 35 mm Hg betragen, auf jeden Fall nicht unter 30 mm Hg. Die Indikation für eine Hyperventilation wird heutzutage vor allem gesehen, um eine Hirndruckkrise, eine kurzzeitige Krise, zu behandeln. Wenn man bei noch akzeptablem Hirndruck dauerhaft hyperventiliert, hat man dann, wenn eine Hirndruckkrise auftritt, keine Möglichkeit mehr, die Hyperventilation neu einzusetzen, sodass sie wirkt. Ganz wichtig ist es aber vor allem, eine extreme Hyper- oder Hypoventilation zu vermeiden. Osmotherapie. Wenn man die Osmolarität des Blutplasmas erhöht, wird Wasser vom Hirngewebe ins Gefäßsystem gezogen und damit wird der Hirndruck gesenkt. Geeignete Medikamente dafür sind 20%iges Mannitol und hypertone Kochsalzlösung. Wenn man so eine Therapie häufiger über längere Zeit durchführt, sollte man die Serumosmolarität regelmäßig messen. Anwendung der Osmotherapie. Die Osmotherapie wirkt dann besonders gut, wenn ein hoher Druckgradient zwischen Blutplasma und Hirngewebe aufrechterhalten werden kann. Und das geht am besten durch eine kurzzeitige hochdosierte Bolusgabe, zum Beispiel über 5 Minuten. Bei guten Volumenverhältnissen kann man zusätzlich etwas Furosemid geben, um das venöse System zu entlasten. Ähnlich wie bei der Hyperventilation sollte die Osmotherapie
nur bei richtigen Problemen gegeben werden. Wenn man auf gut Glück bei noch akzeptablem Hirndruck dauerhaft Osmotherapie macht, kann man dann bei einer Hirndruckkrise keine gute Wirkung mehr erwarten. 20%iges Mannitol – Eigenschaften. Mannitol ist das Osmotherapeutikum mit dem günstigsten Wirkungs-Nebenwirkungsprofil. Die Wirkdauer beträgt etwa 10 bis 120 Minuten. Es wird im Körper nicht verstoffwechselt, sondern über die Nieren ausgeschieden. Es kann also bei schlechter Nierenfunktion kumulieren. Wenn durch häufige Mannitolgaben eine Plasmaosmolarität von über 320 Milliosmol pro Liter erreicht ist, kann die Therapie wegen dem Risiko einer Nierenschädigung nicht mehr fortgeführt werden. 20%iges Mannitol – Dosierung. Die Dosierung von Mannitol ist 0,25 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das entspricht 100 Milliliter unserer 20%igen Lösung für einen 80 Kilogramm schweren Patienten. Ein mögliches Dosierungsschema ist zum Beispiel 100 Milliliter 20%iges Mannitol über 5 Minuten bei einem Hirndruck über 20 oder 25 mm Hg. Eine niedrig dosierte Mannitolgabe ist vermutlich sinnvoller als hochdosierte Boli, die eventuell dann überdosiert sind und zu einer zu schnellen Steigerung der Serumosmolarität führen. Wie man auf dem Foto sieht, bilden sich in Mannitollösung häufig Kristalle. Das ist kein Problem, die lösen sich schnell auf, wenn die Lösung etwas angewärmt wird. Hypertone Kochsalzlösung. Hochkonzentrierte Kochsalzlösung nimmt an Bedeutung zu bei der Therapie von Hirndruckkrisen. Ein Vorteil ist der sehr schnelle Wirkungseintritt, damit ist es gut für Notsituationen geeignet. Wenn man häufiger hypertone Kochsalzlösung gibt, hat man schnell ein Problem mit einem zu hohen Natriumspiegel. Die Dosierung für einen Bolus ist 1 Milliliter einer 20%igen Kochsalzlösung pro Kilogramm Körpergewicht. Für einen 80 Kilogramm schweren Patienten also 80 Milliliter der 20%igen Lösung. Für die 20%ige Lösung gibt es meines Wissens keine Erfahrung, ob die einfach so intravenös gegeben werden kann. Für eine 7,5%ige Lösung gibt es im Rahmen der Notfallmedizin bei der Small Volume Resuscitation genug Erfahrungen dahingehend, dass das sicher ist. Man sollte also die 20%ige Lösung bei der IV-Gabe etwa 1 zu 2 oder 1 zu 3 verdünnen, dann ist man auf der sicheren Seite. Die Leitlinien empfehlen maximal die einmalige Gabe einer hypertonen Kochsalzlösung pro Tag. Dexamethason. Kortikoide mindern ein vasogenes Hirnödem und wirken dehydrierend aufs Hirngewebe. Sie sind gut bei Hirntumoren, Metastasen und bei verschiedenen Meningitisformen. Bei einem Schädelhirntrauma wurden sie früher auch häufig eingesetzt. Sie senken zwar schon ein bisschen den Hirndruck, aber die Gesamtletalität ist durch infektiöse Komplikationen höher, deswegen sind die jetzt kontraindiziert beim Schädelhirntrauma. Eine übliche Dosierung für Dexamethason sind 3 oder 4 8 Milligramm Boli über den Tag verteilt intravenös. Trometamol. Trometamol hat zwar auch eine osmotische Wirkung, die Hauptwirkung scheint aber über die Alkalisierung des Blutes zu gehen, genauso wie bei der Hyperventilation. Da der Blut-pH zu arg ansteigen könnte, ist eine häufige Therapie nicht möglich. Trometamol scheint recht gut geeignet zu sein, um in Notsituationen schnell den Hirndruck zu senken. Eine übliche Dosierung wären 40 Milliliter der unverdünnten Lösung langsam intravenös. Liquordrainage. Solange die Hirnventrikel noch ein Lumen haben, kann Liquor abgelassen und damit der Hirndruck gesenkt werden. Dies kann kontinuierlich über einen Überlauf geschehen bei der offen definierten Ableitung. Oder man kann die Ableitung geschlossen definieren und bei einer Hirndruckkrise eine kleine Menge Liquor abnehmen, zum Beispiel etwa 10 Milliliter, und dann sehen, ob der Hirndruck gesunken ist. Bei einem Hydrocephalus occlusus oder mal resorptivus ist die Liquordrainage auch die Therapie der Wahl. Risiken der Liquordrainage sind Blutungen, Herniationen und Infektion des Liquorraums.
Infektion des Liquorraums geschieht über den Katheter, wenn der längere Zeit im Hirn liegt. Herniationen entstehen dadurch, dass beim Ablassen von Liquor sich Hirngewebe verschiebt und dadurch irgendwo einklemmen kann. Deswegen darf nicht zu viel Liquor abgelassen werden. Ein anderer Grund, warum nicht zu viel Liquor abgelassen werden kann, ist, dass das Volumen im Hirn kleiner wird in der Schädelhöhle, weil Liquor fehlt. Dadurch verschiebt sich das Gehirn und es kann nicht nur einklemmen, sondern es können zum Beispiel Brückenvenen einreißen oder eine bereits stehende Blutung, zum Beispiel eine Subarachnoidalblutung, kann wieder zu bluten anfangen. Operative Dekompression. Wenn Blutansammlungen oder Tumore in der Schädelhöhle entfernt werden, hat das Hirn wieder mehr Volumen, um sich auszudehnen und der Hirndruck wird dadurch gesenkt. Eine andere Möglichkeit ist die Entlastung des Hirns durch Wegnahme der knöchernen Schädeldecke, in der Regel einseitig, so dass sich das Hirn besser ausdehnen kann. Dies wird Dekompressionskraniotomie oder im Slang Entdeckelung genannt. Eine Dekompressionskraniotomie wird vor allem bei raumfordernden Hirninfarkten durchgeführt und da gibt es auch sehr gute Einzelergebnisse. Es wird auch bei anderen Erkrankungen durchgeführt. In vielen Studien konnte aber kein sicherer Nachweis erbracht werden, dass diese Entdeckelung wirklich hilft. Therapeutische moderate Hypothermie. Eine relativ moderne Therapieoption bei erhöhtem Hirndruck ist die Einleitung einer Hypothermie, ähnlich wie beim Postreanimationssyndrom. Dies ist mit einem sehr hohen Pneumonierisiko verbunden, da die Hypothermie in der Regel über sehr viele Tage durchgeführt wird. Dies geschieht häufig bei Patienten mit Schädel-Hirntrauma in Zentren. Wichtig ist auf jeden Fall, Fieber zu vermeiden, da Fieber sehr, sehr schlechte Auswirkungen auf Patienten mit erhöhtem Hirndruck hat. Das war ein Überblick über die therapeutischen Optionen bei erhöhtem Hirndruck. Danke fürs Zuhören.